Rockantenne, das Album der Woche. Das Album der Woche. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, unser Album der Woche diese Woche kommt von Miles Kennedy und heißt Year of the Tiger. Ja, 7 Jahre lang hat Miles an seinem Soloalbum gearbeitet und dann hat er es erstmal weggeschmissen. Das ist nämlich 2 Jahre her und hat nichts mit Year of the Tiger zu tun, außer der Tatsache, dass er sich gesagt hat, bei meinem ersten Soloalbum, da muss ich was machen, was sich richtig anfühlt. Und das, was er 7 Jahre lang versucht hat, da ist er nicht auf den grünen Zweig gekommen. Und das war ihm nie irgendwie so richtig, hat er nie das Gefühl gehabt, das war das, was wirklich das Ganze ausgemacht hätte. Und jetzt hat er eigentlich im Grunde den viel zu frühen Tod seines Vaters aufgearbeitet. Und das dreht sich Year of the Tiger generell. Und rein akustisch hat er sich so an ein paar Blues-Leuten angelehnt, die er selbst bewundert, zumindest aus der Mississippi-Gegend. Mississippi ist lang, ich weiß, aber wir reden hier von den Südstaaten Amerikas. Und natürlich, wenn man dann auch mal das Album durchgehört hat, dann erkennt man schon so ein bisschen die akustische Schlagseite, die Led Zeppelin manchmal haben und in manchen Songs. Und das hört man bei Miles auch raus. Aber da würde ich sagen, hören wir erst mal rein, bevor wir es raushören. Faith can be blind, but it cannot justify the tragedy of the love's demise. We can't replace upright faith. In the year of the tiger, I wanna weep and mourn. Also, so richtig heftig will's der Miles nicht wissen, denn hier fehlen die großen Bratz-Gitarren, hier fehlt die Hardrock-Metal-Komponente, die Alter Bridge natürlich teilweise innehat, wo Miles bekannterweise Hauptsänger ist und auch bei Slash, bei seinem Soloprojekt. Nein, das Ganze ist intim, persönlich. Und man muss ganz ehrlich sagen, es wird ja heutzutage gern mal unterschieden zwischen Musik, die Seele besitzt, und Musik, die keine Seele hat, also eher so aufgesetzter Plastikmüll. Und da sind wir hier bei sehr viel Seele zu Hause. Also Music, that's got soul, ja, und sehr intensiv. Das alles findet man bei Miles Kennedy und seinem wirklich ersten Soloalbum jetzt, The Year of the Tiger. Natürlich das Album der Woche hier auf Rockantenne. Viel Spaß damit!